Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es wieder Amogus. Ja, wir haben hier noch ein paar Ründchen für euch, wo wir den Guesser-Modus gespielt haben. Das ist ein Modus, wo einfach jeder guessen kann. Das haben wir nur einmal gemacht in der Konstellation. War ganz lustig, war aber auch ein bisschen übertrieben. Imposter konnten eigentlich ihre Rolle gar nicht ausspielen, weil ja mehr Crewmates guessen können als böse. Nichtsdestotrotz gab es ein paar lustige Situationen und deswegen zeige ich euch heute auch noch ein paar Runden davon. Ich wünsche euch viel Spaß bei Among Us. 3 Runden sind es an der Zahl und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Like da und auch gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Jetzt geht's los, viel Spaß und bis später. Nächste Runde hätte ich es verstanden. Diese Runde natürlich. Oh, ich werde jetzt leider sterben, aber ich habe eine richtig geile Idee. Also ja, wirklich eine Banger-Idee. Werde aber wahrscheinlich... Oh ne, ist doch nicht ganz so geil. Müssen 3 Leute rüberlaufen, damit ist die Idee nicht mehr so cool, wie ich mir die gewünscht hätte. Das ist eigentlich... Das hier ist, glaube ich, ein Spot, wo du auf jeden Fall Info kriegst. Der da. Warum war das jetzt blau? Ich habe den noch nicht ganz verstanden. Weil wer durchgelaufen? Oder... Oder weil mehr als genug Leute durchgelaufen sind. Wie viele Fallen kann ich eigentlich setzen? Ich vergesse das jedes Mal. Hä? Da oben liegt. Ich dachte, das Fallen mehr kosten als... Dann habe ich ja, krieg ich ja immer eine Info, welche Rolle noch lebt, egal wo. Also hier, die Rolle weiß ich auch. Also nicht sein direkt, aber ich habe jetzt alles... Wollen wir es jetzt noch drücken oder ist es zu spät? Wegen was? Zu spät, wow. Für? Der wurde bestimmt aufgegessen. Ja, nee, habe ich schon weggecleant hier. Oh, lol. Oh. Wait. Was ist passiert? Ist niemand tot? Sprich jetzt, sonst kann der ja sofort gessen. Ja, nachdem jeder gessert ist, fliege ich jetzt eh. Ich habe leider keine Ahnung, es war dunkel. Ich habe gedrückt und bin in den Leitzkasten gegangen. Franz kam danach. Ach, du warst das? Ja, cool. Juli kam danach. Malorus, ich war an dir an der Tür und dann wurde zurückgesetzt. Ja, aber wo bist du gestochen worden? In Light. Nee, an Electrical. Ah, okay, Juli warst nicht, die stand neben mir. Während ja, das war es nicht. Den Step nicht gemacht haben. Oh, der okay. War es auch nicht, der ist unten gerade in Weapons reingelaufen. Ja, und Jeff stand neben Weapons AFK, aber das war schon länger her. Nein, das war schon länger her. Also, ich hab gar keinen Plan. Er kann, also wenn es ein Warlock ist, würde ich ihn nicht dafür nehmen, weil Camps waren, glaube ich, auch an. Aber wenn Time Master angeht, wird der Warlock auch gewurzelt für 10 Sekunden? Ich glaube ja. Zurückgespult, aber er müsste geroutet werden. Müsste, okay. Also ich lief über dem Lager rum, da war Lesk und ich glaube es ist Maggie. Der Ninja spielt nicht, oder? Jeff stand aber deutlich vorher schon die ganze Zeit AFK rum. Sprich, der wird nicht 5 Minuten AFK rumstehen, dann dazu. Moment, kann ich ganz kurz anmerken, dass der Time Master hier angeblich gekillt wurde und anscheinend nicht weiß, wer es war? Cool. Ja, ich bin leider schwierig, ne? Ich hab Time Master Ding angemacht und dann bin ich in den Lightskasten gegangen. Und während ich in den Lightskasten war, wurde das Ding getriggert. Genau, und ich bin gerade bei Lights Out, bin ich mit Smaggy aus Office raus, bin dann links über Storage und bin ich Flash gekreuzt und bin dann an der Tür vorm Lightkasten mal losgekreuzt. Dann ging der Time Master an und wir wurden alle zurückgespult. Deswegen würde ich behaupten, entweder war es wirklich Ninja, wenn die Mechanik so ist, oder ich wurde gewarlockt und es wurde dann zurückgespult. Und das war genau der Moment.
Aber was ich krass finde, dass Elmar noch nicht gegessen wurde, obwohl alle Gäste sind. Das frage ich mich natürlich doch. Auch. Alles eben, ja, mach Leute du doch hier. Mach doch einfach. Naja, das ist doch dann, nee, das doch muss doch... Okay. Aber das muss doch dann entweder sein, dass der Killer sich den Gäst überlässt und oder er Warlock das ist und nicht Ninja. Weiß, wen er gekillt hat. Ja, das mit Ninja macht Sinn dann halt, ne, weil er dann nicht weiß. Aber portet er sich nicht trotzdem? Hey, doch, der Ninja portet sich immer nur zu der Person, die er gemarkt hat, oder nicht? Nee, ich glaube, der portet sich gar nicht. Ja, der triggert nur das Schild. Ach so. Oh. Warum bekomme ich 4 Votes? Ich hab dich gewotet, weil ich dachte, keiner votet dich. Ach so. Das habe ich auch gedacht. Ach, scheiße. Also ich vote natürlich immer den. Ich hab's auch gedacht. Ich vote natürlich immer den, der den Button drückt. Weil an der Stelle, wenn wir keine klare Info bekommen, ist das natürlich ein bisschen blöde. Wenn der Time Master selber drückt, wird er wahrscheinlich wissen, was abgeht. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Aber wir haben einen Killer, der sehr viel mit Licht ausspielt, also eigentlich on CD. Das macht für mich eine Person grundsätzlich was Sass. Ich habe ich erst 3 Fallen gestellt? Ich habe gefühlt 5 Millionen Fallen. Sind meine anderen Fallen wieder weg? Die hier liegt noch. Das heißt, wenn die durchgehen, wenn die Leute durchgehen, verschwindet meine Falle oder so. Items. Oh, jetzt muss ich mir das eigentlich so merken, wer da so war. Schon wieder Lights Out. Ich habe da einen ganz miesen Verdacht. Es gibt wirklich einen Ninja. Sag mal, wenn wir jetzt als Inno einen anderen Inno gessen, weil der uns abfuckt mit seiner Rolle, ist das in Ordnung? Der Trapper, ne? Ja, Smaggy, der Trapper. Wer ist hier Trapper? Boah, hat der mich gerade aufgeregt. Ich war auch 2 Mal in der Trap gefangen. Und ich glaube, das ist Dalu, der Trapper, weil er konnte über die Trap laufen ohne Probleme. Ja, gut, danke, dass du es sagst. Wir haben Ninja und Witch als Imposter und ein Lawyer ist auch drin. Ihr habt 3 Böse. Dankeschön, Jeff. Wiedersehen. Oh, dann war es aber kein Warlock. Bei dir. Ninja Kill und das. Also dann würde ich trotzdem Jeff trotzdem rausvoten, weil es gibt keinen Grund, das zu callen, wenn du eine gute Rolle hast. Ninja Kill und das Storage. Ich habe gerade auch Smaggy gecallt. Das ist nicht Franz, der steht über der Leiche von Dasher. Der Lawyer hängt übrigens am Ninja dran. Vlex, bist du ein Ninja? Oh, warte, Franz, du stehst ja auf der Falle. Ist die auf dem Wend? Die ist. Achso, und der Lawyer, der Ninja ist übrigens oben rechts. Über dem Camraum. Wo stehe ich denn bei dir? Die Witch ist in der Kamera gewesen, Ninja war auch in der Kamera und Ninja war dann oben rechts irgendwo. Ich habe die Witch rausgegessen. Franz, oder wie? Ja. Warte, Ninja war oben rechts. Ja. Oben rechts war ich gerade genau. Eben. Das ist die in der Schleuse, oder was? Ja, da oben rechts im Lab ist, muss der Ninja auch mit drin gewesen sein. Weil die Witch war oben links Prompt? Kamera. Ja, so ungefähr. Wenn das der letzte Prompt war, dann könnte Smaggy deswegen in der Türe stehen geblieben sein, weil er erwischt wurde. Smaggy ist nicht Ninja anscheinend. Nee, ich weiß nicht. Sich alle raus. Aber Dalu kann auch gar nicht so den Call geben, wer wo ist. Naja, der Witch-Call hat ja schon gestimmt. Ja. Ja, Moment, aber dann habe ich noch einen anderen Verdacht. Also, wenn ich falsch liege, lügt Blesk. Das ist wichtig. Weißt du was? Ich mache mal auf Jeff. Nee. Yay! Yeah. Wo wusstest du denn? Weil Lights Out auf Cooldown war. Das warst du, Julie, oder? Nein, das war Lights Out. Es ist so dauerhaft nur Licht. Runde geht los, Licht aus. Es ist Julie. Dann Licht ist wieder aus. Ich sehe wieder nichts. Es ist Julie, Licht aus, Licht aus. Julie für die nächsten Runden framen wollen, einfach direkt Licht aus auf Cooldown. Weißt du, was das Geile war, Dalu? Du hast eine Trap ja über Security auf dem Wendt. Ich wusste gar nicht, dass ihr das seht. Nee, hat er nicht. Habe ich auch nicht gesehen. Achso, warum standst du da einfach? Ich wollte eigentlich ein bisschen trollen. Ich wusste das mit den Traps gar nicht, dass ihr überhaupt denkt, wer ist das mit den Traps? Ich dachte, boah, ich habe voll die Banger-Traps, die leuchten die ganze Zeit. Ich sehe ja alles. Genau, man sieht nur einen selbst. Viel Spaß. Also, das verstehe ich. Ja, gut. Ja, gut. Und also, ich kann meine Tasks nicht machen. Muss also auf Gesser spielen. Thank you.
Jetzt sehe ich das wenigstens mit der Falle. Ach man, das mit Julie tut mir dann wiederum leid. Ich hatte Julie so im Blick mit diesem Licht geht die ganze Zeit aus. So, es könnte Julie sein. Hätte ich halt Blesk Lüge überführen können. Und das hätte dann natürlich noch dazu schließen können, dass Jeff der Lawyer ist. Obwohl der oben rechts war, dann frage ich mich, wie Julie da hingekommen ist. Und ich weiß dann nicht mal, ob ich die Traps richtig gedeutet hatte. Ich hatte immer gelesen, Trap 1. Also wenn Trap 1 da steht, ist es die erste, die ich gelegt habe. Hallo? Ich hab mal Löres gefunden. Bei Com. Oh, Flesk! Mal Löres, Jeff. Wer stand noch mit oben bei Weapons? Du. Ich? Aber ich stand nicht mit im Ich war Stack. Da, ich war da auch noch mit dran. Ja, ich Adams war da auch, auch glaube ich. Ja. Ich auch. Wer war bitte da? Bei Weapons war ich auch vorhin bei euch oben, ja. Aber die Witch müsste noch leben, weil wir ja keinen Jakar haben, oder? Das ist richtig. Hm. Malurus ist tot, Items stand da, richtig? Farben? Ja, ja. Das ist, also die Witch könnte Jeff. Natürlich auch schon tot sein, das müsste aber ein Nein, ziemlich schlechter nicht. Warlock-Kill gewesen sein. Ah, ja, und das tut mir leid, Smaggy. Aber das ist egal, das ist alles gut. Aber Smaggy stand da oben nicht lange. Ich ja, war da, war, also ich habe S-Croins gemacht. Items? Ja. Was ist denn deine Rolle? Warlock. Das ich habe gelogen, ich bin nicht Warlock. Ich aber fängt auch mit W an deine Rolle? Nee. Okay, pass auf, Adams. Wenn ja. du nicht Witch bist, dann ja. guess Witch of Faro. Ich soll Witch of Faro guessen, ja. wenn ich nicht Witch bin. Genau. Okay. 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 Dann guess ich für dich vielleicht auf Franz Witch. Ja. Oh, hau rein. Das ist auch so. Moment, so, aber ist das nicht. Warum? Weißt du was? Warum guesst Blesk nicht Daten. Selbst? Also warum guesst ihr euch, wenn er stirbt, wenn wir falsch liegen? Lasst ihn doch guessen. Weil Blesk 100% Crewmate ist. Ja, also so heißt ich weiß nicht mehr genau, wer da alles stand. Er stand noch Faru da. Dalukat stand bei Weapons noch, ich stand da, Jeff stand da. Genau, ja. und ich meine, dann muss ich also, Daluma testen. Nein, dann stirbst du. Ja, ich bin ja so oder so. Mensch, das wäre schneller. Von wen haben wir jetzt noch übrig? Wer ist noch da? Jetzt wissen wir doch nicht. Nee, auf mich war eine feine Katze. Ich hab mich doch selber gesehen. Jetzt wissen wir. Hallo, wir wissen doch jetzt nicht, ob die Witch tot ist oder nicht, weil Flesk tot ist. Ja, aber Flesk ist doch nicht die Witch. Aber wir wissen nicht, ob die Witch noch drin ist. Auf was guessen wir also? Ja. Ich guess jetzt hier erste auf Witch. Nein, hatte. Och, Junge. Was ist denn, ich krieg noch einen Vote. Was ist denn hier los? Jungs. Junge, Junge. Es sind vier Leute und es ist nicht vorbei. Es gibt keinen Jakal. Einer hat gelogen und sich geopfert. Warum kommt ihr? Danke. Okay. Oh Gott. Wir sind vier Leute. Ja. Die Runde ist nicht vorbei. Es nein, gibt. Aber die Witch muss raus sein anscheinend. Nein, nein, nein. Es gibt kein Jakal. Richtig? Das heißt, ein Imposter muss sich geopfert haben oder tot sein. Auf anders, also andersweitig. Anders geht es aber nicht. Aber wie? Genau. Dass jemand muss einen Guess auf eine Person gemacht haben, um zu sagen, XY ist die Witch, hat auf Witch geguessed, war sie natürlich nicht, weil die Person das wusste, hat sich damit geopfert und die andere Person geproved und die bleibt weiterhin als Witch drin.
Wer? Auf wen? Gar nicht so schlecht, die These. Also ich wurde zweimal gegessen, ne, by the way. Einmal von Dasher und dann von Franz. Zweimal auf Witch oder was? Ja, denke schon, ja, weil Frank nicht aufgepasst hat. Aber wer ist es dann? Die böse, wir haben, böse wir wissen, Witch. Also entweder ist die Witch raus und der hat sich einfach geopfert. Mhm. Dann, das wäre halt geiler gewesen, wenn Vlesk drinne geblieben wäre, weil wir dann sehen könnten, ob die Witch noch drin ist. Ja, wer hat denn, Franz hatte, ach Mann, wer hat auf wen gegessen? Vlesk hat auf Franz mich. Und Escher haben feine, mich feine Katze hat auf mich gegessen. Stimmt, Witch auf Haru und dann ist Items gestorben. Das stimmt, ja, da muss ja Julie Witch sein. Nein, also, nein, nein, weil auf Julie hat keiner gegessen. Oder Dalukat hat am Anfang gefailt und Vlesk gewitcht und Vlesk hat jetzt quasi die. Dann hätte er mich ja gekillt. Wenn es ihn gestört hätte. Weil dann weiß er dann, dass ich Witch bin. Oder er bringt diesen, diesen Mindgame-Move. Ich gesse Faru auf Witch und sag, dass Items extra falsch gegessen hat, weil er den. Er ist der Einzige, der dazu gebracht wurde, wen zu gessen. Jeder andere hat selbst entschieden. Vlesk hat gesagt. Ich, ja. Hallo! Ja. Wer klaut mir das? Insane. Wer war das? Scheiße. Da, wer klaut mir das? Das war, wer war das? Wer hat gegessen? Ich hab mich vergessen. Ich hab nicht irgendwas gegessen. Du, der Nein, es war so ein Pfeifer. So smart. Play. Und Terste, es war super gut, dass wir dich double geproofed haben. Ja, genau. Das war so bitter, die Runde, ey. Aber GG Dalu in dem Fall, GG. Ich durfte nicht gessen, irgendeiner hat mir das weggenommen. Ja, ich hab gegessen, Dalu, bevor du auf mich gehst. Oder nein, nein, war das Zufall? Ich hab random Warlock killed. Dann kam der Report und es wurde gesagt, ja, da sind gerade Lover an einem Ninja gestorben. Ich hatte aber auch nur einen Glauben. Bildschirm. Leute, ihr werdet es nicht glauben, wir haben einen Camouflage. Camouflage und ja. Lights auf Cooldown. Oh, wer jetzt nicht Julie will, wurde hart verloren, ne? Also. Julie und Dalu. Ja. Also, wir haben einen Camouflage, man kann es echt nicht glauben. Excuse me, wir haben 2022. Excuse me? Also, ich der weiß, Kill es ist gefallen. Mein Signature-Move, aber ich bin's nicht. Der ist nach unten rechts gelaufen zu Storage und ich weiß nicht, ob der während des Lichtaus wiedergekommen ist, aber da kam eine zweite Person, ist mit mir um die Leiche getanzt. Und dann kam Terst und Fless wieder. Ja, ich bin. Ich hab den Report-Button gekriegt und war verwirrt. Ja, ich hatte ich so, bin runtergelaufen, hatte Report-Button und bin dann wieder hochgelaufen. Ich bin auch wieder hochgelaufen, ja. Auch gesehen, Report-Button oder mich wieder hochgelaufen. Egal. Hab gewartet, bis Kamera aufläuft. Dann habe ich euch gesehen. Nee. Mach ich das? Ja! Tu es! Aber auf wen? Auf mich! Das Problem bei den Gesser-Mode ist, dass es halt zwei Imposter-Rollen gibt. Vielleicht war es ein Warlock oder irgendwie sowas. Deswegen ist es halt. Ja, nee, ich glaube nicht. Mach mal. Ich mach Camouflage auf Jeff, oder? Nee, nicht, okay. Nicht auf Jeff. Nicht auf Jeff. Okay, Vlesk ist Lawyer. Nein! Auf Jeff! Camouflage auf Jeff! Hättest du mal auf Jeff gemacht, dann hättest du mich nicht erwischt. Ich find's immer ein bisschen sass, wenn Vlesk alle versucht zu motivieren, zu gessen. Er kann ja auch wenn selber ich selber mich vergesse, dann sterbe ich ja. Ist ja voll dumm. Mir, Chris. Das ist, wenn er wirklich böse ist oder mit dem Bösen ist, dann sagt das mir, weil er weiß, ich schießt. Also, Items nicht schießen jetzt. Moment, ich hätte jetzt Nein. Items noch gegessen. Ja. Auf Nein. Items Handwerk von dem. Du hattest übrigens recht, Dalu, aber das fand ich nicht in Ordnung, dass du das gesagt hast. Aber die Leute haben es eh nicht gehört, deswegen alles gut. Okay. Ja. Items, du musst eigentlich hat Jeff es ja gecallt, ne? Also Jeff hat ja eigentlich, sicher. Ich hab's nur wiederholt. Jeff hat gecallt, dass ich Trapper bin? Nein, Jeff hatte eigentlich der Meinung, dass ich auch gesehen hätte, wer es war, aber... Ich wurde Discord-Freund, da fällt's keinem auf. Oh, danke. Ich wollte Onkelchen, der kriegt bestimmt die wenigsten Votes. Genau. Keiner würde Onkelchen auch. Voten. Nein. Toni ist Toni keine Votes. Oh, wir drei Votes. Ach Mensch, das ja, aber.
Ich möchte heute Abend noch einmal Trapper sein. Und sowas richtig Nerviges machen. Alle Fallen hintereinander stellen. Oh oh. Smaggy sterben ist schlecht für die Lebenserwartung. Ich wollte eigentlich das Licht fixen. Oh. Ja, ich hab voller Panik. Es gibt nur einen Toten, ne? Dann musst du das gewesen sein. Nee, wenn es einen Trapper gibt, dann kann er mich sehr wahrscheinlich rausnehmen. Nee. Weil ich bin gerade den Trap gelaufen. Das war sehr unangenehm. Geht nur um den Report. Da muss er. Achso. Yeah. Ja. Das war doof von mir. Aber ich habe auch niemanden irgendwie weglaufen sehen. Es ist noch jemand gerade Electrical reingekommen, aber... Also Jeff steht auf jeden Fall an Lifeline. Ja, okay. Katze war an Lifeline. Wo liegt denn die Trap? Der Trap liegt genau beim Eingang, wenn man zu Electrical oben reinkommt. Und Smaggy auch? Smaggy liegt vor dem Fix. Hm. Also könnte er Trapper sein. Wer war eigentlich gerade noch... Das wäre natürlich unglücklich. O2 sind Faru und ich. Und dann sind wir alle camouflaged worden. Aber ist nichts passiert in O2. Warte mal. Ja, wenn da nichts passiert ist, dann wird der Camouflage sicher nicht dabei gewesen sein. Das stimmt. Ja, Dalu. Genau, dann weil sind sonst Faru und ich nicht. Ja, aber ja, der hat doch Camo auf Dalu gemacht. Der kann nicht ja, das Camo sein. Hast du mitbekommen, Jeff? Auf mich wurde Camo gemacht, auf dich noch nicht. Warum kann ich jetzt Slasher nicht vertrauen auf einmal? Item sind den Move einmal gebracht, jetzt sind alle voll so. Ja, was? Alle voll geschädigt. Ja. Nachhaltig geschädigt. Was, man lügt bei Among Us? Ich habe in Among Us noch nie gelosen. Ja, aber das war immer die Wahrheit. Ich mach gleich, wenn die nächste Runde läuft, mach ich 12 Sekunden nach Rundenstand, mach ich Camo an. Also nachdem es geht. 12 Sekunden danach? Ja, ja, ja. Kurz Uhrenvergleich? War das eine Opa-Uhr oder eine normale? Ich habe nur so geschätzte Uhrzeit. Ah, geschätzte Uhr, das ist wirklich. Die habe ich gelernt, die hat mir Tim damals beigebracht, um Termine einzuhalten. Ja gut, lass uns doch mal kurz den Trapper durchgehen. Onkelchen, welche Rolle hast du? Guck mal, Julie. Ich bin's hier. Das stimmt. Wait. Der steht nämlich da in der Falle. Oh, gefährlich, Flesk. Ich wurde diesmal was nicht geswappt. Gott, das ist gefährlich. Besser, wenn ich nicht vote. Items guess doch mal. Ich hoffe, dass der Trapper raus ist. Ich kann meinen Toastbrot rausnehmen. Ja. Ich hab's Licht gefixt. Ich bin Inno. Wieso qualifiziert dich das Licht fixen als Inno? Na, als Böser will ich ja eher die Dunkelheit nutzen. Ich hab's super schnell gefixt. Ja, aber das ist ja... Also das wird das sein. Das sehe ich nicht so. Also Julius Proof. Julie würde ich auch als absolut Inno sehen. Das prooft dich, ja. So, jetzt gucke ich nach Urteilen gegen Elektriker. Faro prooft mich eh wegen O2. Und der Kill liegt in O2. In O2? Moment, das ist aber nicht so weit weg, wie du gesagt hast. Hä? Warum ist jetzt einer in O2? Warte mal. Ja, Faro kam vorhin aus O2. Aha. Ich finde die Eingebung so geil. Ich bin in einer Lifeline gerade. Ja, ich dachte, wir sind in Inno-Farben. Was machst du jetzt? Terste. Ich war mit Jeff in Comms. Da bin ich dann rausgelaufen, da kamst du aus O2. Terste, vertraust du mir?
Ganz ehrlich, nach der einen Runde letztens nö. Achso, ich wollte sagen, mach Bounty ja noch Faro, aber wenn du nicht willst, dann mach halt nicht. Ich mach das, kein Problem. Nein, feine Katze, warum machst du das? Oh, also ich wollte jetzt hier Jeff oder Flask, einen von den beiden. Nee, ich mach jetzt auf Flask Camouflage. Warum denn auf Flask? Warum denn auf Flask? Also. Jetzt haben wir keine Anhaltspunkte mehr. Wir haben. Da ist er. Oh mein Gott, Flask ist sowas wie Jester. Flask versucht alle zu verarschen. Da ist er, der Camouflage. Finde ich gut. Was machen wir jetzt? Na, der ist das Julie, bist du Lights von links oder von rechts reingelaufen? Ich war wieder in O2 mit Faru, weil ich dachte, wir beide machen unsere Task. Aber Moment, Faru, du bist unten raus und dann oben raus. Weißt du, dann ist der Killer aber wirklich. Okay, pass auf, wir wollten jetzt Malöres, oder? Wir wollten auf jeden Fall Malöres. Machen wir jetzt einfach. Dann ist Malöres ja safe. Malöres, aber wer fliegt dafür? Wir voten Malöres. Nein. Jester auf Flask. Was? Hör auf, Julie. Nein, hört mal auf. Nein, was ist denn? Julie, der Grund, warum ich auf dich gewotet habe, ist, du hast dein Vote nicht zurückbekommen. Das heißt, du musst schon ein Vote gemacht haben. Da wir nicht mehr abschwenken konnten, auf wen war die Chance so, dass wir ausgleichen. Das ist klug. Ich weiß, danke schön. Bitte lass das stimmen, was ich mir denke. Bitte lass das stimmen, was ich mir denke. Sonst verlieren wir. Bitte. Geht nicht. Oh, das stimmt also nicht. Moment. Geht Terste. Ja, dann ist da der Schiedsrichter. Ja, Terste, jawohl. Was habt ihr gemacht? Terste, freu dich nicht so früh. Bei mir hat das auch nicht gezählt. Ich hab noch gelebt. Du bist Leute. Ich hatte. Die Sabotage ist durch. Ja, klar. Ich hatte so Angst. Wer war denn noch Crewmate drin? Ja, Judy. Ich. Judy, warum machst du die Sabotage? Die waren ja, war ja als Ripper schon klar. Ich war ein Pop ist der Welt. Ich musste es seinem Sales machen. Ich dachte, irgendwer wird da. Ich hatte so Angst gehabt, Leska, aber der erste Call war so: Okay, du musst mein Lawyer sein. So, dann wollte ich. Ja. Ich wollte. Gerade Faro töten und dann kommt immer ich konnte ja, Faro nicht. Hat Schild. Ja, ein Schild gegeben. Ja, dann musste ich auf dich warten, aber wusste ja nicht, dass du nicht vorbeikommst. Ja, ich war Simon Sales.